Free-to-play versus Pay-to-win-Spieler in Clash of Clans. Euer Shop. Geile Angebote. Wir hätten den 5. Bauarbeiter, den wir uns kaufen könnten. Rathaus 8 Angebot, aber da ich kein Geld ausgeben will, werden wir uns davon nichts kaufen. Müssen wir lassen, leider. Oha, okay. Das sieht schon mal ziemlich sick aus. Wir haben übelkranke Angebote. Jetzt ist die Frage, was wollen wir uns zuerst kaufen? Oder kaufen wir einfach alles? Jo, eigentlich schon, oder? Gebäude upgraden. Okay, jetzt natürlich die große Frage, was wir als erstes machen. Ich hätte jetzt sogar fast mal die Kaserne vorgeschlagen. Dann können wir einmal hier den Packer freischalten. Wir könnten eigentlich alle 4 drauf ansetzen, dass wir auch die möglichst kürzeste Ausbildungsdauer auch direkt haben. Ich glaube, das würde ich auch direkt machen. Und das Problem ist jetzt, das war's schon wieder. Jetzt müssen wir einen Tag warten. Die Bauarbeiter sind alle beschäftigt. Oh Gott, nur 2 von 5 Bauarbeitern sind frei. Ja, also ganz ehrlich, ne? Die müssen wir direkt alle aufjammen. Das ist ja ganz, ganz schlimm. Ich kann doch nicht nur mit 2 Bauarbeitern arbeiten. Was soll ich denn damit machen? Dann kann ich ja direkt wieder das Spiel deinstallieren. Folgt mir gerne für mehr Videos.